Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. Ja, in der letzten Folge haben wir angefangen, die Silageballen in den Kuhstall zu bringen. Da ist es halt die Frage, wie viel passt da noch rein, weil wir müssen die Lager leer bekommen, um eben die nächste Grasernte zu vollziehen. Das steht eben auch noch auf unserem Programm. Dann steht auf unserem Programm eben diese ganzen Feldarbeiten, wie jetzt hier Kalken, was ich jetzt hier mal so zwischendurch selber mache. Ja, dann eben noch pflügen, Steine sammeln, mulchen. Und ich meine, ansehen ist ja erstmal nichts geplant. Ne, wir können noch nichts ansehen. Wir können erst im nächsten Monat ansehen, und zwar Raps. Senf. Senfkörner könnte man ansehen. Und dann war es das schon mal für den nächsten Monat. Für den August. Und dann im September wird es nochmal ordentlich knackig für uns. Weil dort müssen wir unser ganzes Getreide aussehen. Da bin ich auch mal gespannt, wie das dann vonstatten geht. Wunderbar. Ja, so viel haben wir nicht mehr von dem Feld, ne? Dann haben wir das ganze Feld hier schon mal gekalkt. Und ich denke mal, dann wird es auch Zeit, dass wir mal noch die restlichen sechs Mulcher losschicken. Die restlichen sechs Mulcher dann noch rausschicken zum eben Mulchen. Aber erstmal gucken, dass wir hier das Kalken beenden. Ich meine, ich lasse extra für euch auch das Curseplay hat offen, dass ihr wirklich seht, dass ich relativ selber kalke, ne? Also klar, schon mit den kleinen Helferlein, dass er die Spur hält, dann mit dem Tempomat. Aber ich muss trotzdem am Ende von der Bahn eine Taste drücken, dass er wendet. Aber nichtsdestotrotz läuft das hier schon mal. Und ich bin jetzt auch in Bahn. Also ja, ein bisschen mir mal anzeigen lassen, ne? 9, da haben wir noch 10, 11, 12, 13, 14. Also einige Bahnen haben wir noch vor uns, und wir haben zumindest mal die Silageballen wieder runtergebracht. Das heißt, wir halten hier mal an. Upsala, ja. Ist halt die falsche Taste gedrückt, und wir sehen, das passt auf jeden Fall, wie wir den Kurs hier angehalten haben. Aber müssen wir natürlich hier mit zweimal arbeiten. Aber ist ja nicht schlimm. Ist ja absolut nicht schlimm. Dann wieder Ballenhalle 2 laden. Dann kann er nämlich schon wieder hochfahren. Und ich war ja hier tätig auf dem Feld. Dann wieder die Spur aktivieren, starten das Streuen und Tempomat einschalten, dass er losfährt. Und habe natürlich immer meinen Finger auf meinem Panel zum aktivieren, dass er die Spur wechselt. Und zwar genau jetzt. Zack. Bin mal gespannt, wie weit ich jetzt komme, bis er oben angekommen ist. Die Silageballen, die müssen wir auch gucken, dass wir die relativ schleunigst rausbekommen. Weil dann haben wir das nämlich auch noch. Also in diesem Monat steht eben noch die ganze Grasernte an. Also nicht nur
Ballen pressen, Ballen sammeln, sondern auch der Ladewagen ein, mit dem Ladewagen einfahren. Das Gras und dann eben auch noch pressen. Zu Silageballen, die wir dann wiederum einlagern. Also Silage reicht uns ja schon mal. Ist auch die Frage, ob wir vielleicht nochmal die BGA upgraden, aber wir können sie uns aktuell nicht leisten. Wir haben jetzt ein bisschen, ja, den niedrigsten Kontostand seit Monaten, würde ich jetzt mal behaupten. Mit 1,1 Millionen. Aber wir haben natürlich auch richtig massiv Geld ausgegeben jetzt. Wir haben richtig massiv ausgegeben. Und ja, wir werden sehen, was da dann noch so kommt. Aber wir nähern uns hier auch dem Kalken, zumindest auf dem Feld. Dann haben wir gegenüber ja noch die 73. Oder mache ich hier in der Aufnahme mal noch die Übersicht, welches Feld was benötigt, was wir da noch machen müssen. Ich glaube ja, ich glaube, das wäre sinnvoll, ne? Dann seht ihr das auch, wie ich das mache. Aber eigentlich ist es ja egal. Und ich sehe auch schon im HUD, dass der Flachs ziemlich voll ist. Auch Stroh ist ziemlich voll. Also da werden wir gleich auch wieder Einsätze haben, um ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Ne? Ist ja ganz klar. So. Wunderbar, und da sehen wir es auch schon, dass er angekommen ist. Deswegen bremsen und deaktivieren. Und das heißt angekommen. Ja, der wird hier bestimmt noch einmal füllen müssen. Silo abladen, let's fetz. Und dann können wir auch schon mal direkt zum Strohfahrer springen. Weil der wird jetzt auch gleich leer sein. Nicht leer, voll sein natürlich. Ja, ich bin auch am Überlegen, ob ich den dann erstmal hier kurz, nur kurz ansetzen lasse. Kuhstall abladen. Das ist eigentlich auch nicht mein favorisiertes Ziel, wo ich ihn hinfahren lassen möchte. So, und zack, die Bohne. Hier einmal nochmal ganz kurz mit dem Helfer ansetzen. So, jetzt passt's. Und dann zur Tierzucht fahren lassen. Und der ist jetzt hier angekommen. Also, zumindest das hat es mal so weit gepasst, dass wir hier ohne großartig hin und her hin und her gespringe die ganzen ja, Fahrer und Helfer nacheinander wieder bedienen können. So, das passt. Der ist aufgeladen. Das heißt, Anlieferung Robot Siballen. Ich denke mal, wir werden nur Silageballen soweit anliefern. Denke ich einfach mal. Und den Rest werden wir ja über die ganzen anderen Sachen machen. So, aber mich wundert es eigentlich, Pferde, ob ich da schon diesen Monat war. Ja, da war ich schon diesen Monat. Sauberkeit 100%. Sehr schön. Und da sind wir auch schon wirklich ein paar Felder, wo jetzt auch schon wieder erntereif sind für den nächsten Tag. 46, 37, die 11 und die 12. 38 könnten wir uns vielleicht sogar noch kaufen. Das müsste in unserem Budget eigentlich drin sein. Locker sogar drin. Also sozusagen das nächste Feld, wo auf meiner Agenda steht zu kaufen. Die 15 wäre erntereif und dann die 59.
Der Rest wird noch ein bisschen brauchen, aber es ist halt schon jetzt eine enorme Menge, was wir hier haben. Ja, 71, da haben wir bestimmt einen Kurs. Gucken wir einfach mal hier nach. Haben wir hier einen Fan zum Beispiel. Gucken wir mal nach, bei der 71 haben wir da schon einen Mulchkurs. Nein, haben wir noch nicht. Aber wir können ja den Mulch ja auch mal so weit wieder bereit machen, dass er losfährt. Wir haben hier einige Mulcher. Anbaugeräte da. Ich glaube, 6 Stück müssen wir insgesamt haben. Zwei sind dann schon aktiv. Oder 5 Stück haben wir. Ich kann es nicht ganz genau erkennen, ob es da noch 2 oder 3 sind. Aber ist ja eigentlich auch egal. Ja, das ist dann hier schon mal zur 71. Zur 71. Let's go. Dann haben wir, ja gut, den können wir auch nehmen. Ist ja nicht so, dass wir hier wählerisch sind mit den Trägern, mit denen wir hier loseiern. Und eben zu 72 könnte ich ja theoretisch schon mal mit dem Flug fahren, ne? Können wir noch ein Stück? Jawohl. Und es sieht mir immer noch aus, als würden da zwei eben sein. Der darf dann hinterher zur 71. Und dann haben wir noch zwei, wo wir zur 66 schicken könnten. Dass wir sagen, hier unten legen wir noch los. 66. Dann haben wir hier drüben ein paar. Dieser eine kann dann. Kann denn der hin? 24. Ja, dann müssen wir eben gucken, dass wir hier auch so langsam dann mit dem Stroh loslegen. Aber das passt dann. Also ich habe dann gesagt 66. Und dafür habe ich doch bestimmt einen Kurs. Weil die 66 gehört uns da schon ein bisschen länger. Ja, einfach, ich möchte so viel wie möglich jetzt eben zeitgleich erledigen. Aber ich gucke jetzt erst nach der 66, ne, ob wir da vielleicht einen Kurs haben mit Mulchen. Oh, sogar dreimal. Ja gut, links, das passt. Kann der nämlich hier schon mal loslegen. Und dann nehmen wir noch den Landini. Erster Weg. Oh, da muss ich gleich nochmal gucken nach dem ersten Wegpunkt. Wieso lädt er jetzt den Kurs nicht? Kurs laden. Jetzt hat er ihn geladen. Nicht links, der soll da Mitte machen. Der eine einzige, wo da alleine rumfährt, der kann dann noch mit runter zur 66. Und halt sozusagen der Nachzügler machen. Ja, das passt auch. Das passt dann auch. So, das ist dann 66. Und dann müssen wir erstmal kurz gucken nach dem JCB. Was ist denn da? Und da steht erster Wegpunkt links, das passt. Das passt. Sogar sehr gut. Ja, noch ein Stück zurück. Das war dann hier 62, da kann er dann weitermachen. 62. Soll er dann Curseplay wieder aktivieren und dann kann er loslegen. Jetzt müssen wir halt noch ganz kurz warten, bis er da entladen hat. Wir haben halt so viel schon drin, ne, in unserem Lager hier. Und wir haben auch eine Menge Kapazität. 50 Mio haben wir Kapazität und 28 Mio haben wir aktuell erst drin. Und hier bin ich auch mal gespannt, wie viel wir hier schon drin haben. Oh, die ist ja bald voll. Oh oh. Hier haben wir bald voll, ne? Das ist halt nicht ganz so glorreich. Aber gut. Wir haben halt definitiv dann zu viel. Zu viel anderes Zeug. Das ist dann Anlieferung Robot Stroh zum Beispiel.
Aber da weiß ich, okay, das ist. Ja, doch, 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 doch. So grob eingefahren haben wir schon mal. So, dann wird das hier Heu. Das passt nicht. Heu müssen wir dann ungefähr hier hinschieben. Dass das passt. Schieben wir es doch einfach mal hin. So, und dann fährt er eben so. Das passt auf jeden Fall. Wir haben auch noch nicht den Kurs, dass wir hier ja, Anlieferung Robot Heu. Gucken, ob er umspringt. Jawohl. Machen wir den Punkt. Eben den Roby noch ein bisschen einfahren. An Lieferung Robot Stroh. Passt. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.